ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Süchen, wir spielen heute eine 249 Plus Level Parkour Run Map. Es soll wieder gratis XP geben für den Season Pass. Wir werden uns anschauen, wie viel, wie hoch, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Ich brauche aktuell 45.000 EP zum nächsten Level Up. Ja, wir werden mal sehen, ob wir diese EP hier bekommen oder nicht. Wir werden schauen, ob die Map einfach, normal oder schwer ist, wie abwechslungsreich sie ist, ob sich die Level nach 100 Leveln vielleicht wiederholen oder nicht. Es soll Secrets geben, die werden wir versuchen zu finden. Dafür soll es dann auch nochmal extra XP geben. Und ja, ich warte jetzt einfach nur noch, dass es startet, um mir die Lobby anzuschauen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Creators Kendok oder Kenduk, keine Ahnung. Ja, okay. Die Map kenne ich tatsächlich schon. Und da gibt es auch XP. Okay, aber ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Und wir schauen uns die Map jetzt mal an. So, hier sieht man, ich war noch nicht einmal auf der Map. Nein, ich supporte jetzt nicht. Wow, ich habe 2 EP bekommen, weil ich dich nicht supporte. Okay, ich muss es einfach mal machen, um zu gucken, ob es XP gibt. Es gibt keine extra XP, okay. Komplett-Parcours 1x, 2x, 3x, 5x, 10x, okay. Blood Trail, Snowflake, bla bla bla, Secret Trail, okay, Secret, es gibt 4 Secrets, okay. Da werden wir mal schauen. Warte, was? 800 EP zum Anfang? Und jede weitere 173 EP? Auf 200 Level, das sind ja... Alter, wie viele EP sind denn das? Das sind 34.000... 34, man kommt hier mit über 40.000 EP raus, einfach nur, wenn man die Coins einsammelt, also die Checkpoints. Okay, es wird tatsächlich gerade weniger, sehe ich. Wir müssen mal ganz kurz warten. Ja, es wird weniger, aber man, boah, wenn die Secrets jetzt noch EP geben, 40.000 EP sind hier safe. Abwechslung ist bis jetzt, naja, wie Standard, wie in jeder Jump'n'Run-Map irgendwie, die Level. Aber gut, das soll uns nicht stören, das macht es umso einfacher für uns. Achievement, hier, das wird angezeigt, cool. 977?! Was? Okay, das lohnt sich tatsächlich. Und ich sehe gerade oben links in der Ecke, für die Spielzeit gibt es auch nochmal anscheinend EP. Also ich kann nur sagen, die Map lohnt sich jetzt schon auf alle Fälle, um mit mindestens ein Level abzumachen. Da war eine Falle. Das war nicht schön. Warum ist da einfach eine Falle? Hehe, ausgetrickst. Oh nein, hier geht's weiter. Okay,
Für so eine Level findet man irgendwie in jeder Jump'n'Run-Map. Wir haben ein Secret gefunden bis jetzt. Schön, dass die Secrets angezeigt werden, aber ich gucke mich trotzdem gerne mal um. Weil die können ja trotzdem gerne mal wie Fallen richtig kacke versteckt sein. Und da wollen wir doch mal tatsächlich mal richtig rumgucken hier. Das war mir klar, dass da eine Falle ist. Ich hab's aus dem Augenblick ganz leicht unten am Bildschirmrand gesehen. Und ich habe schon einen großen Bildschirm. Das kam unerwartet, aber irgendwie auch wieder erwartet. Na dann. Ich bin nicht rechtzeitig gesprungen. Seit wann gibt's denn sowas? Okay, hier kann man nicht drüber. Das ist schade, aber auch gut. Kann man nicht mal auf das einfache Tricks, ne? Wie ich das gerne mache. Denn man sucht ja aber den schnellsten und einfachsten Weg tatsächlich. Okay. Oh Gott, ist das grün. Nein. Okay, ich muss mal fragen, wer auf die Idee gekommen ist, so eine Farbe in Fortnite einzubauen. Und wie krank, sorry für die Aussage, wie krank man sein muss, diese Farbe auch noch zu verbauen. Ey, das ist ja... Oha! Kopfschmerz pur. Also wenn du einer bist, der schnell Kopfschmerzen kriegt, die... Oh Gott, das darfst du hier nicht spielen. Außer du schraubst die Bildschirmhelligkeit runter. Nee, nee, nee. Das grün, schöne Farbe, aber das ist einfach nur zu grell. Und ich habe die Brightness auf Standard tatsächlich drin stehen. Nein, zu weit nach vorne. Ich brauche erstmal schon Kaffee. Auf diese grüne Farbe, da muss ein Kaffee her. Söhchen, hier wird eine Falle sein, natürlich. Und hier ist auch eine. War zu erwarten. Hier ist auch wieder einer. Sprinten kann man. Das habe ich ja im Übrigen noch gar nicht gesagt, dass man hier richtig schön sprinten kann. Aber wo ist das Secret? Das vermisse ich gerade noch. Bis jetzt wurde mir auch noch nichts angezeigt. Oha, das war irgendwie klar. Hier nicht. Dann müssen wir wirklich hier runter. Mhm. Oh, hier, Secret. 1057 EP. Ja, die nehme ich doch dankend an. Wer die nicht annimmt, dem ist nicht mehr zu helfen. Jumppad brauchen wir hier nicht. Aber hier bräuchten wir es auch nicht. Aber das hier. Da war eine Falle versteckt. Das ist ja mal richtig mies. Dann machen wir es so. Und einmal so. Okay, das ist halt mal so eine ausgefallene Fallentechnik. Ein Jumppad und Spikes. Sieht man auch auf einigen Maps tatsächlich sehr oft, aber es ist immer wieder ausgefallen. Hä? Wie willst du denn das hier sonst schaffen? Mach mal so. Oh.
Oha, das ist fies mit der Falle dort. Alter, und es gibt jetzt schon über 200 EP pro Checkpoint. Die Map lohnt sich halt einfach richtig hart. Also, ich kann die nur weiterempfehlen tatsächlich. Wer schnell EP sammeln will, spielt die Map 3-4 Mal. Und ihr habt ja, ein Level ab. 2-3-4 Level ab drin. Also. Oh, voll chillig. Okay, das ist mies. Aber wir haben es geschafft. Wow, was war das denn? Nein! So macht man's nicht. Nein, so macht man's auch nicht. Wie oft bin ich gestorben? Sieht man das wenigstens? Eliminiert 12 Mal? Okay. Haha, ausgetrickst. Okay. Jetzt gab's gar 300 EP? Alter, lecke mir die Füße. Nein, Checkpoint ausgelassen. Aber 300 EP, das ist doch schon ein bisschen oha, würde ich sagen. Okay, wir haben den Checkpoint mit, also die Münze mitgenommen, aber das war's dann. So, so und so. Okay, das ist irgendwie Standard in jeder Map. Dieses Zickzack. Verstehe ich nicht, warum. Oh, oha. Oha. Okay. So. Aha. Wow. Wow, 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 wow. Das war knapp. Nein. Oh, geschafft. Nein. Oh, ey, hast du super gerettet. Aber wo ist, nein, 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 gib mir den, nein, gib mir, nein, ich will den Checkpoint. Gib mir den Checkpoint. Alter, jetzt kannst du mich hochbouncen. Ne? Hier ist das nächste Secret. 1600. Ich komme dem Level Up immer näher. Außer ich sterbe. Also, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Leveln wir gerade sind. Aber die Map macht mir jetzt schon so viel Bock, dass ich die noch ein zweites Mal spielen werde. Weil die EP-Verteilung ist hier einfach oha. Und sie ist tatsächlich einfach. Die ist was für Anfänger. Das ist richtig schön für Anfänger gedacht. Also die werde ich auch mit meinen Kindern bestimmt nochmal spielen. Weil die ja eh nicht so oft spielen können, weil sie nur alle 2 Wochen bei mir sind. Werden wir das halt so handhaben, dass, oder ich handhabe das immer so. Damit sie mal ein paar XP für den Battle Pass kriegen, spiele ich die Maps, die sich rendieren, tatsächlich auch nochmal mit ihnen. Und ja,
Was ist das hier jetzt einfach? Einmal nur durchrennen. Okay. Ja, und ab durchs Portal. Hier gibt es auch wieder 400 EP für den Checkpoint. Sehr gut. Das Lila hier gefällt mir tatsächlich besser als das elendige Grün, was wir gerade hatten. So. Haha. So. Okay, Level Up, it's coming. Weil die Map sich dafür echt lohnt, für ein Level Up. Also was ich da sagen wollte, ich spiele halt mit meinen Kindern die Maps auch. Gerne off, also was ist gerne, ich spiele sie hauptsächlich offscreen mit meinen Kindern. Weil, ja, meine Kinder haben im Internet so noch nichts zu suchen. Außer halt der Große, der ist alt genug, der darf sich jetzt zeigen. Aber die zwei kleinen nicht und mein Mittelster, mit dem spiele ich die halt sehr gerne. Und die beiden oder die drei Kinder ist ja bei mir so. Ich und meine Ex-Frau haben eine Wechselgemeinschaft, ein Wechselmodell am Laufen. Wechselgemeinschaft, alles klar. Und das heißt, die Kinder sind eine Woche bei ihr, eine Woche bei mir. Und da ist es tatsächlich so, in der Woche, wo sie bei ihrer Mutter sind, können sie halt nicht spielen. Können sie auch die Wochenaufgaben nicht erledigen. Deswegen spiele ich halt, damit sie auch an die XP kommen, die Maps mit ihnen auch gerne, wenn sie bei mir sind. Dann machen wir erst die Wochenaufgaben, die täglichen Aufgaben, was es noch so alles gibt. Und was gibt mir jetzt das Secret? Ich rede gleich weiter. Secret? 1100, ja. Und da machen wir halt erst die Aufgaben und dann spielen wir solche Maps, damit sie auch noch XP kriegen, damit sie wenigstens Level 100 vom Season Pass haben. Der Mittelste ist mittlerweile bei Level 100, schieß mich tot. Der Große ist leider erst bei Level, keine Ahnung, irgendwas Zweistelliges. Aber der spielt über seinen Account auch nicht so häufig. Aber gut, er hat auch keinen Season Pass. Er hat sich den für ein anderes Spiel gewünscht. Dann hat er den für das Spiel bekommen. Und dafür muss halt der Fortnite Season Pass hier drunter leiden. Oder musste drunter leiden. Ja gut. Und deswegen spiele ich die Maps auch gern mit meinen Kindern. Süchen. Nein, was mache ich denn? Und das ist Level Up! 188! Ey, schafft die 200 in dieser Season locker noch. Okay, ist auch mittlerweile kein Hit mehr bei den ganzen XP, die man immer und überall bekommt in den ganzen Aufgaben. Mhm. Sowas kennen wir ja schon, genauso wie sowas. Ui, aber das ist mal eine Abwechslung, was ich davon sehe. Oh, Schwein gehabt. Okay, das ist mal interessant hier. Kenne ich so auch noch nicht. Okay. Was war denn das? Wartet mal, dann trinkst du mal jetzt hier eine Runde. So. Hier? Nicht feststacken, bitte. Hier? Hier und durch. Ey, das ist geil gemacht. Das hier wieder eher weniger, weil man wieder sich ganz schnell drehen muss. So. Apropos, ich habe gar nicht drauf geachtet, wegen Secret.
gerade eben nicht wirklich was angezeigt. So. Okay, ich sehe es gerade, wir sind bei Level 190 von 200 irgendwas. Das mit der Deckenfalle hier ist richtig mies. Nein! Okay, wir haben es geschafft. Weil, habe ich mich gerade verguckt? 555 EP für den Checkpoint? Ernsthaft? Holy, ist das viel! Ey, beim besten Willen, das ist viel zu viel EP! Aber ich vermisse den Checkpoint hier irgendwie. Ach nee, den hatten wir schon. Hier müsste jetzt noch einer kommen. Okay. Nein! Als hätte ich's geahnt. Ich brauche einen Schluck Kaffee. So. So. Söhrchen. Okay. Bewegliche Teile sind richtig geil in so einer Map. Aber hier kann man sie halt tatsächlich umgehen. Und das habe ich jetzt auch mit Absicht gemacht. So. Und wenn die jetzt hier anfangen, so nach und nach nach unten zu gehen, bis zu den Spikes, wäre das richtig geil. Aber dem ist wohl nicht so. Okay. Gut, das haben wir noch gut gerettet. Aber mir wurde schon lange kein Dings mehr angezeigt. Secret. Haben wir schon alle 4 Secrets? Okay, die XP sind jetzt tatsächlich weniger. Ich weiß nicht, was man hier machen soll, aber wir rennen hier unten lang. Wie man sieht, ist er total chillig und einfach. Ah, okay. Haben wir hinbekommen. Das auch. Das auch. So. So und so. Haben wir auch hinbekommen. Das auch. Ich hab halt vergessen, wie viele Level das hier sein sollen. Ich glaube
233 plus oder so. Kann das sein oder täusche ich mich da jetzt? Wir sind jetzt bei 238. Wie viel Level hat denn die Map noch? Ich habe mir das halt tatsächlich gar nicht gemerkt. Boah, hier wären diese Fallen noch richtig gut gekommen. Was war das denn? Deswegen mag ich diese Bounce Pads nicht. Die Kalibrierung der Dinger ist manchmal so scheiße. Okay, hier wird eine Falle drunter sein. Nein, oha. Sicher ist sicher, nicht, dass die Dinger auf einmal anfangen zu verschwinden, ne? Oha. Bauer hat's geschafft. Oh nein. Oh nein. Das ist so ein Level, was ich auf den Tod nicht ab kann. Genau deswegen. Hier werde ich jetzt verzweifeln. Aber sowas von. Ey, ich wusste es. Kurz vor Ende muss ich sterben bei so einem Parcours. Alter, beim letzten. So eine Level mag ich nicht. Nee, die sind Abturn pur. Also da muss ich ehrlich sagen, würde ich wegen diesem einen Level würde ich die Map nicht nochmal spielen. Aber wir haben es geschafft. Und wir sind durch. Yo, gibt das hier nochmal viel XP. WTF. Das ist ja fast ein zweites Level ab. Also, was soll ich sagen? Map, das letzte Level der Map war scheiße, muss ich ehrlich sein. Das hat mir gar nicht gefallen. Wir haben alle 4 Secrets. Wir haben es einmal durchgespielt. Das ist sehr nice. Die sieht interessant aus. Summer Edition. Kendog. Best Free Vulnerable Gold per Elimination. Ah, das ist eine PvP-Map. Map an sich ist richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen, bis auf das letzte Level. Was soll ich sagen? Was wollte ich jetzt sagen? Map hat mir gefallen, bis auf das letzte Level. So. XP-Verteilung ist einfach nur... Oha! Oha! Mehr kann ich nicht dazu sagen. Abwechslung ist gegeben, es gab sogar Levels, die kannte ich so noch gar nicht. Und ich habe schon einige Maps gespielt und nicht gerade wenig. Schwierigkeit ist einfach tatsächlich. Abwechslung ist gegeben, Farbabwechslung, das Grün muss man ausbessern, das bereitet Kopfschmerzen. Aber ansonsten, mir hat es gefallen, ich kann es nur weiterempfehlen. Mapcode in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, damit ich weiß, ihr wollt mehr solcher Videos sehen. Schreibt mir in die Videokommentare Mapcodes von Maps, die ich spielen soll, von euren eigenen, von irgendwelchen Random Maps. Und dann werde ich die für euch spielen und aufnehmen. Dann könnt ihr euch die Maps angucken und entscheiden, ob ihr es selber spielen wollt oder nicht. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, Drop,